The Forest King. Yep, this looks like a king's castle, all right. Und es geht weiter mit Nier Automata. Hier an diesem tollen Tag. Wann auch immer dieses Video schaut. Wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, wenn es neblig ist, wenn es schneit. Ich hoffe trotzdem, es unterhält euch. Und ihr habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr das nicht habt, sagt mir Bescheid. Dann gucke ich, was ich tun kann. Da ist eine Truhe, aber die ist zum Hacken. Ganz vergessen. Wenn ich eine Truhe sehe und die hat diese Ketten dran, denke ich mir halt, noch. Wieso? Ach, moin. Ich brauch da. Prügel ihn einfach mal durch den nächsten Screen. Was habt ihr gesagt? Ich konnte euch nicht verstehen. Aber die kann ich öffnen. Nahabwehr, Nahkampfabwehr. Selbst ein Reittier ist eine Maschine, es ist so. So verrückt. Ah, der Soundtrack ist einfach so geil. Mein Gott. Ich hoffe, der neu geremasterte Soundtrack vom Nier Remake genauso geil. Da ist auch noch eine Kiste, aber da komme ich gerade nicht dran. Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, 9Z. Huh? Wait, what did you just say? Roger that, 9S. Wait, no, that's not what you said. You said 9s. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Stay strong. Ach, moin. Ich wollte euch noch kurz was zeigen. Da oben ist eine Kiste, da kommen wir leider aktuell noch nicht dran. Und weiter oben ist auch noch was. Das ist aber was, das hebe ich mir noch für später auf, um euch zu erzählen. Das führt nämlich schon Richtung Endgame-Content. Aber da kommen wir auch noch hin. So, ich wollte hier hoch. Komm, geh kaputt. Ja, an diesem Baum mit den pixligen Blättern kommen wir nicht vorbei. Ja, der PC-Port ist wirklich nicht schön gelungen. Auch hier, dass die Kanten so flimmern und alles. Das ist nicht so toll. Na gut. Na Quatsch, ich muss ja unten lang. Also die Gegner einfach mal respawnen, wie frech ist das denn? Prügelt nicht auf mich ein. Ihr seid frech. For the Forest King. Ja, die mit dem Speer, ne? Dem Madigen. Aber ich mit meiner Dragoner-Lanze habe eine ähnliche Reichweite wie die. Also ein Speer ist halt schon geiler.
Ich habe gedacht, hier gibt es eine Leiter, aber das ist, glaube ich, ein Stockwerk weiter oben. Ah, sie haben sich getarnt unter den Ritterrüstungen, die wesentlich größer sind als die vorhandenen. Also Dark Souls-mäßig hier. Und genau, jetzt kommt noch so ein Ding. Und der macht viel Schaden. Das sneaken wir uns einfach mal durch. Ja, den zu bekämpfen macht wenig Sinn. So. Da komme ich nicht ran. Nee. Da kann man lang. Ich weiß noch nicht mehr genau. Das reicht doch. Genau, wir haben eine Titanlegierung bekommen. Brauchen wir auch zum Waffen verbessern. Stich, stich, stich. Da fährt eine hoch und hier fährt eine runter. Zip. Ich glaube, hier gab es auch noch eine Waffe oder eine Möglichkeit, eine Kiste dazu bekommen. Ah, hier war noch was. Ich komme, um zu stören. Entschuldigen Sie bitte. Ja, sie nehme ich in den Mangel. Ja. Einer hat überlebt. So, und da seht ihr schon, in der Decke ist nämlich so ein Loch. Da müssen wir durch. Okay. Das hat geklappt. Bäm, Golderz. Alles super. Wichtige Materialien. Komme ich hier auch wieder raus? I don't know. Komm auf jeden Fall nicht hochgesprungen. Brauche ich die Kiste trotzdem? Nein, es kann nicht mehr. Der will einfach weiter, der Boy. Okay, weiter kriege ich es nicht geschoben. Ah ja. Okay, das war auch schon alles. So, einmal hier runter und hier durch. Ist das schon offen? Nein. Schade, all die Orte, wo ich denke, ich kann lang gehen, sind noch nicht offen, also da kann ich leider nicht hin. Hier, nimm das Item doch bitte auf. Also, Pilz erhalten. So, und das hier noch. Noch ein Golderz. Gut, dann wieder nach oben. So, die Kiste, wie komme ich da nochmal dran? Da fehlt, glaube ich, auch eine Leiter runter irgendwie. Man kann sich runterfallen lassen irgendwie. Wie geht das?
so rüber springen, glaube ich. Einfach. Genau. Okay, jetzt können wir hochgehen. Jetzt habe ich da unten, glaube ich, alles abgegrast, was geht. Okay. Da haben wir Pyrit gefunden für eine Waffe zum Aufwerten. Ja. Analysis. This pipe belongs to a machine life form. Don't need this. Analysis. Warum kann sie die Kiste nicht... Warum nimmt sie den Inhalt nicht mit? Was war denn damit nochmal? Ich glaube, die ist nicht für diese Quest hier bestimmt. Ich glaube, das ist mit 9S öffnen. Okay, hier ist eine Truhe, die wir nicht öffnen können und eine, die wir öffnen können. Stromfeste Salbe. 300 G. Okay, und hier ist noch eine Leiter. Aber die, ach so, ist kaputt. Okay. Naja, wir haben keine Zeit verloren. Bin ja einfach nur hier hochgesprungen. Ach so, hier gibt's nichts mehr, glaube ich. Okay. Zwei Körper, meine Güte, das sind aber viele heute. Okay, und hier noch. Und da Jason. Kann ich hier nicht bergen. Doch jetzt. Und ich war vor Schaden beschützt. So, jetzt schieben wir diese Kiste mal weg. Um uns Zugang zu einer weiteren Sidequest zu schaffen, müssen sie leider etwas weiter nach vorne schieben, weil wir diese Kiste brauchen, um wieder nach oben zu kommen. Mit Normalspringen geht das nicht. Okay, das reicht. Der Waldschmied. Ich bin Masamune, ich betreibe eine Schmiede. Ihr scheint eure Waffen und Rüstung gut zu behandeln. Wenn ihr erlaubt, werde ich eure Ausrüstung verbessern. Genau, und er hat hier auch Maschinen, Waffen. Aber bei ihm können wir auch die Waffen zu einem späteren Zeitpunkt auf maximal upgraden. Bei dem Typen in dem Widerstandslager geht das, glaube ich, nur bis Stufe 4 und bei ihm geht es bis Stufe 5. Aber dafür braucht er halt auch besondere Materialien, die wir erst im späteren Spielverlauf finden. Ja, okay, aber ich kann immer noch nichts upgraden. Aber das Schwert kommt schon bald auf Stufe 3, wenn ich noch eine verbeulte Platte finde. Aber der Rest... Ja. Wir können aber noch mal eine andere Waffe kaufen, zum Beispiel hier diesen Maschinenspeer. Wobei ich gerade im Überlegen bin, ob ich mir das Geld spare und dann mir noch lieber einen Upgrade hole für die Chips. Mich damit auszurüsten. Aber ich glaube, eine Waffe ist drin. Ah, komm. Schienenspeer. Ja, will ich ausrüsten. Mach mir hier mal Speer und das ist ein Schwert. Speere. Schienenspeer. 250 bis 260 Schaden. 210 bis 260, aber dafür ist sie etwas schneller, glaube ich. Ja, ist Speed 1. Jetzt Speed 2. Ich glaube, umso... Weil ich glaube, nee. Ich glaube, umso kleiner der Wert, desto langsamer. Mein Meister hat zu seinen Lebzeiten 8 schwarze und weiße Waffen gesammelt und verfeinert. Jedoch wurde ihm
wurde um ihren Willen sehr viel Blut vergossen, weshalb mein Meister sie an verschiedenen Orten versiegelte. Sie scheint zum rechten Umgang mit ihnen fähig zu sein. Keine Siegelschreine wurden an jeden Orten errichtet. Wenn ihr wollt, sollt ihr sie suchen. Den Text ein bisschen übersprungen, sorry. War gerade so ein bisschen geistesabwesend. Ja. Es gibt noch Waffen, die er verbessern kann. Wenn wir diese Schreine finden, können wir diese Waffen bergen und benutzen. Ich nutze mal die anderen Waffen. So, das ist das hier. Das Waffenset. Ja, die Maschinenlanze haut doch ganz gut rein. Level 18. Bergen wir unseren Freund hier mal. Oh ja, da kriege ich direkt aufs Maul. Sag mal, ich spinne doch ein bisschen. Noch jemand? Nö. Okay, es ist wieder frei. Jetzt kann ich es nutzen. Badam. Keine mehr. Boom. Alle in einer Reihe. So gefällt mir das. Und lauter Items zum Einsammeln. Da habe ich gerade eine verbeulte Platte gekriegt. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal zurück soll und meine Waffe upgraden. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür noch genügend Geld habe. Aber ich kriege ja hier auch ein bisschen was. Todesheilung erhalten. Auch ein weiterer Plugin-Chip. So, gucken wir mal. Während er da hämmert. Ja, Tugendvertrag, Stufe 3 dann. Bam! Aber das nächste Mal kostet schon 10.000. Uah. Bei welchem Waffenset habe ich die denn? Dragonerlanze, Tugendvertrag. Okay, nehmen wir die. Der Tugendvertrag ist schon Stufe 3. Nehmen wir die Waffe mit dem stärksten Angriff. Ah, da liegt noch was. Todesheilung plus 1. Wieder ein Körper. Und noch einer. Is this their king? To be, that's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. To be?
Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a... Ah ja, lass mich jetzt mal die Leiche aufheben. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Aber A2 ist cool. Will sie nicht töten. Hallo. Und er greift sie einfach an. Sie hat super heftige Angriffe. Und sie hat ein geiles Schwert. Hätte ich gerne. Betray us. Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. Da fragt man sich am Ende auch, Nani the fuck. Okay, hinterher. Woo! Und tot. She's gone. Operator. This is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Irgendwer freigeschaltet, die Maschine, das Maschinenkönigreich. This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Okay, jetzt ist das Tor freigeschaltet. Und durch die allmächtige Macht der Cutscene wurde ich vor dem Tod gerettet. Warte mal. Angeln beginnen. Thundergard. Commencing fishing. Seht ihr irgendwas? Ich sehe ihn einfach nur im Wasser. Im Wasser liegen. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Genau, jetzt wurde die, das Tor freigeschaltet. Wo ich vorhin rein wollte, aber nicht konnte. Aber dieser Part im Schloss, wo ich war... Wo noch eine andere verschlossene Tür war, da kann ich immer noch nicht rein, glaube ich. Das dauert noch ein Weilchen. Aber dazu kommen wir auch noch. So, hier ist noch ein Körper.
That must be the gate Pascal opened for us. Genau. Hi. We have been expecting you. Pascal told us about you. We will open the gate. Alles klar, vielen Dank. So, da wir öfters natürlich auch in die ins Dorf müssen, zumindest aktuell noch, und dann später wieder in die Waldruine, lohnt sich diese Abkürzung extrem. Ich habe gedacht, ich hätte was aus dem Augenwinkel gesehen, aber da ist nichts. Meine Gedanken spielen mir einen Streich. Ach, ein Körper. Ich starb dort. Alles klar. Danke für die Nachricht. Okay, was sagt er? Vincent sah ein schwarzes Buch an einem Ort der Erinnerung. Etwa Grimoire Noir. Aber der kommt doch hier gar nicht vor. Faster if you just take a look at this recording. I see. Information about this A2 android is indeed contained within our archives. We all understand her to be rather dangerous. However, she's never visited our village in person. My apologies. That's all the information I have. I see. All right, thanks. Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. Okay, dann mal wieder zum Widerstandslager. Pascal about A2. Huh? It's not recommended to interface with machines without consulting command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable in its own way. Du hast eine E-Mail. Still, machines are the enemy. Don't forget it. Ja, ja, die Maschinen sind die Feinde, natürlich. Oh. Serververwalter. Serviceleistung. An alle Benutzer. Der Hauptserver des Bunkers nähert sich der maximalen Auslastung. Bitte organisieren Sie Ihre Ordner und löschen Sie alte Daten, um mehr Platz zu schaffen. Außerdem gibt es viele Mitglieder mit gespeicherten Musik- und Videodateien, die für den Einsatz unwesentlich erscheinen. Diese Daten müssen umgehend auf den lokalen Speicherplatz transferiert werden. IT-Abteilung, leitender Servicetechniker. Fremde Daten? Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Listen, 2B. I was looking at images of flowers today and... Flowers? Yeah. There wasn't much left in the bunker's records, but... I found one called a lunar tear. I bet you'd look really nice if you put one of those in your hair, 2B. It'd suit your stylish looks. Don't eat it. Aw, don't be a stick in the mud. What kind of girl doesn't want to look good sometimes? I'll let you know if I find anything else cute, okay? I don't need to hear about... Operator 60 out. Sie ist so ein Mädchen und Tobi ist einfach so... What? Hat das was mit der Mission zu tun? Nein, brauche ich nicht. Oh, 2B. Your timing is impeccable. Our android forces currently have a carrier deployed in the Pacific Ocean. It should be back here to resupply before too long. The Resistance is assisting with the mission. So I'd like to ask you to run a little guard duty. Seriously? Dead serious. There's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier. And with all the machine activity lately, we need to stay on our toes. Of course,
If you're already working on something for Yorha, I don't mind if that takes priority. Anyway, thanks in advance. Hey, ist jetzt unsere Hauptaufgabe? Fotos. Genau, da seht ihr schon ein Bild von der Wüste. Obwohl, das Bild könnte ich eigentlich machen. Ich weiß, wo das ist. Ah, die Zeit drängt aber. Das schaffe ich heute leider nicht mehr. Lorna's Medien. Genau, Operator Six, du hast schon erwähnt, eine Mondträne. Die kennen wir auch noch aus dem ersten Teil, also Nier. Weil die Blume, die die Tochter von Nier haben wollte. Aber dazu kam es ja nicht. Nichtsdestotrotz, vielen Dank schon mal fürs Zusehen bei Nier Automata. In der nächsten Folge geht es weiter mit 2B und 9S hier im Widerstandslager. Und dann werden wir uns auf weitere Quests begeben, Roboter zerschnetzeln und Sachen einsammeln. Also bis zum nächsten Mal bei Nier Automata.